Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich hole dich hier raus. Du schaffst das nicht, Aiden. Was? Ich schaff das. Was anderes. Das geht nicht, okay. Ich bin langsamer als sonst. Träger. Ah. Hol Hilfe. Schnell. Hol Hilfe. Nathan. Wo ist Nathan? Wo ist der Rest vom Team? Vince und Nick? 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Leute. Diese Bastarde. Wie kann ich euch auf mich aufmerksam machen? Noch ein paar E-Mails, die erst rausholen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. So, jetzt. Komm schon. Cole. Er merkt das nicht. Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Folgt mir. Oh, was passiert? Oh. Kleiner Lag schon wieder. Okay, verstehe. Kommt, Leute. Willst du, dass wir den Aufzug nehmen? Ist das richtig? In den 4. Stock. Du müsst mir helfen. Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Aiden muss ran. Schleust uns an ihm vorbei ein. Tisch 42, hallo. Hallo. Cole Freedom wird eingetragen. Okay. Kommt. Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Gehen Sie durch. Danke. Schnell ein. Führ uns zu Jody. Okay. Hier hin.
Da war irgendwas. Folgt mir, gut. Gut, und jetzt? Hier. Da! Davor. Jody ist hier? Ja. Jody! Sie ist raus. Diese scheiß Drogen, ey. Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Wow. Alter! Was für ein Sound. Eindämmungsfeld. Und er hat's getan. Er ist verrückt. Okay. Los. Hier lang. Beeilung. Oh Gott. Die Existenzen greifen wieder an. Oh shit, ey. Warum, Nathan? Warum? Oh Gott. Komm. Ryan, so sieht's aus. Verstehen Sie das als meinen König? Sie gehen alle drauf hier. Und du auch. Wir werden alle sterben. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Vielleicht hier. Nicht jetzt, Ryan. Okay, dahin müssen wir. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Haut mir ab, solange es noch geht. Warte. Eine Sache kann ich noch versuchen. Okay, was hat er vor? Cole. Beeilung! Die Zeit ist knapp! Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus hier, lass das Militär bezahlen für den Mist. Wir nehmen die Kuh mit. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Cole braucht Unterstützung. Komm, Ryan, komm mit. Ryan? Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Gut, eigentlich sollte uns noch nichts passieren. Na? Okay, los. Ach, Mann. Dass Nathan sich als großer Endboss sozusagen darstellt. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück.
Fuck. Wer soll das machen von uns? Können wir nicht irgend so einen Praktikanten dahin schicken? Leck. Heftig. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Okay, Deckungssystem wieder nutzen. Wow. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Eigentlich, wenn wir uns bemerken, sind wir tot. Dann los! Oh Mann. Oh. Okay. Nein, 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 zurück. Wir schaffen. Cole. Fuck! Jody, sie kommen! Jody, nein! Wir helfen ihm. Ich lass Cole nicht im Stich. Geheilt, komm. Aiden hat getan, was er konnte. Okay. Beta-Sonne. Die Beta-Sonne. Ach du Scheiße. Wow. Meine Fresse, was ist das? Scheiße, ey. Was haben sie hier gebaut? Und danke. Oh Gott, überall irre. Stimmen aus dem Jenseits. Ich weiß! Oh Gott, ey.
Verlorene Seelen. Stimmen aus dem Jenseits, ey. Was ist das? Da vorne. Sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Baby. Ich suche mein Baby. Hast du's gesehen? Oh Gott, meine Mutter. Nein, ich. Ryan! Das ist Ryan. Oh Mann, ey. Ein schwarzes Ding. Ha. Ich kann sie nicht finden. Ich rufe sie, aber keiner kommt. Beschuldigen, argumentieren, rühren, Vorwurf, argumentieren. Die beiden erkennen dich wahrscheinlich gar nicht mehr wieder. Dein Zorn hat dich verändert. Ich vermisse sie. Ich vermisse sie so sehr. Kalt, entschlossen, entschlossen. Ich zerstöre jetzt diesen Kondensator. Und du hältst mich nicht davon ab. Es sei denn, du tötest mich. Das kannst du nicht. Es ist vorbei, Nathan. Es ist vorbei. Nein! Oh. Er wollte ja nur bei seiner Familie sein. Ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Naja, wenigstens hat er so sein Happy End. Nur du kannst das groß beenden, Jody. Du hättest nicht das Portal öffnen sollen. Jody, fuck, da bist du. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Hätte er sich von Anfang an gleich selber umgebracht, wäre er sofort bei seiner Familie gewesen und hätte uns jetzt diesen Schlamassel hier... Diesen Schlamassel hier hätten wir uns ersparen können und Cole wäre nicht draufgegangen. Beziehungsweise hätte sich nicht verletzt. Das hätten wir uns alles ersparen können. Aber was soll's. Okay, okay. Monster. Oh ja. Vielleicht kommt da der Riesige wieder. Ja, der sieht so ähnlich aus. Oh. Der ist aber gar nicht so riesig, also von daher... Aber das heißt trotzdem nicht, dass er weniger gefährlich ist. Gut, Michi. Komm, Jody. Weiter so. Alter. Lass los. Was? Batterie leer oder was? Mein Einladungsgerät ist kaputt. Was? Kannst du sicher? Dann check die Bedienung. Ich sag doch, es funktioniert nicht. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Denk nach. Mir muss was einfallen. Was machst du? Nein. Hier. Nein. Was soll das? Du hast die beste Chance zur Zerstörung der Beta-Sonne. Jetzt nimm was und tu es. Diese Dinger werden nicht zerreißen. Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Ach, jetzt verliere ich hier echt jeden, der mir am Herzen lag. Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Er ist tot. Er kann es nicht schaffen. Scheiße. Jetzt sind wir wieder auf uns allein gestellt. Komm.
Ich drück doch X. Oh, wie oft. Oh Gott, was zur Hölle? Was ist los? Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Oh nein. Bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Es geht nicht, Jovi. Es ist zu spät. Es ist nicht zu spät. Das kriegen wir hin. Komm schon. Da ist Salim. Unsere Zeit als Soldatin. Komm, wir haben es gleich geschafft. Zerstör's. Zerstör's. Oh. Unsere Zeit als Teenager. Wie die Vergewaltiger waren. Wir schaffen das. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jovi, diesmal gibt's richtig Ärger! Die Zeit als Kind. Gib mir mein Kind zurück! Ganz ruhig, Nora! Ich will sie sehen! Meine Tochter! Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling, er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten nichts für ihn tun. Ich will meinen Sohn. Meinen Sohn? Das waren Zwillinge? Aiden ist mein Bruder. Mein Zwilling. Und er ist gestorben bei der Geburt. Er ist mit mir verbunden. Ach du Scheiße, was für ein Plot, ey. Aiden ist mein Bruder. Aiden. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Wie sieht er aus? Ich hab dich geliebt. Und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Oh Gott. Jetzt sind wir im Nichts. Rechts oder links? Rechts. Was ist im Schwarzen? Leben ihn. Fühlen. Mich verlieben. Ich liebe dich, Jodie. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Alt werden. Jemanden haben. Zusammen sterben. Was sagt mir die linke Seite? Die andere Seite. Eine andere Welt. Man wird zum Wind, zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Oh Scheiße, ich muss mich entscheiden, welche Seite ich nehme. Jenseits oder ins Leben? Ich sollte leben. Ich sollte leben.
Ich bin später bei euch. Doch ich sollte noch ein Leben haben. Mich verlieben, alt werden, glücklich werden. Oh. Wir haben es geschafft. Ich bin für ihn zurückgekommen. Wir leben. Es ist geschafft. Aiden? Und Aiden ist nicht mehr bei uns. Ein Wunder. Wir haben es geschafft. Aiden? Er ist verschwunden. Huch, Fluss, Berge, ein schönes Häuschen. Einfach. Seitdem die Betasonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Aufbruch. Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten, zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Ja. Mein Leben ohne Aiden. Schon solange ich am Leben bin,
wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast, als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Das ist nicht dämlich. Ist es nicht. Ich vermisse ihn furchtbar. Ist das Cole? Ja, es geht ihm gut. Sehr gut. Sehr gut. Meine Prinzessin. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Allein Zoe, Jay, Ryan, zu Ryan. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Ich habe mich für Ryan entschieden. Ich glaube, das war richtig. Ich brauchte eine Weile, um zu erkennen, was Ryan mir bedeutet. Ich war so lange traurig und allein. Ich wusste nicht mehr, wie es ist, jemanden zu lieben. Wir verreisten so weit weg, wie wir konnten. Ich musste lernen, wieder zu lieben. Ja. Jemandem mein Vertrauen zu schenken, nicht mehr zu streiten und wegzulaufen. Also, ich musste lernen zu leben. Ryan und ich haben nie wieder darüber geredet. Als wäre das alles nie passiert. Als würde die andere Seite nicht da sein. Lernen zu leben. Als könnte sie nie zurückkommen in unser Leben. Ich glaube, wir haben ein gutes Ende erwischt, oder? Doch, haben wir. Ich gönne ihr das. Sie hat es verdient. Sie hat es verdient, ein normales Leben zu führen. Sie hat es verdient. Auch wenn es schwer ist. Ohne Aiden. Ohne Nathan.
ohne unsere Mutter und all den anderen. Eine Kokosnuss. Hä? Oh wow, Moment. Das war der Wind. Glaube ich. Er ist noch da. Immer noch hier. Ich passe auf dich auf. Aber werde mich zurückhalten, denn es ist dein Leben. Dein Leben. Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein, es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Die Zukunft. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ach, Norman Covell, das ist der Komponist von Heavy Rain und Fahrenheit. Der ist gestorben an Krebs. Oh, das war's, Leute. Meine Fresse, war das geil. Mit Ellen Page und Willem Dafoe. Eric Winter, Kadeem Harrison, Caroline Wolfson. Meine Fresse. War das ein Spiel. Gott. Wow. Okay, dieses Ende eben hat uns also gezeigt, wie die Zukunft aussehen kann. Beziehungsweise wie sie aussehen wird. Die Menschen werden immer weiter experimentieren und sie werden irgendwann Kontrolle komplett darüber verlieren und keiner wird es aufhalten können. Und dann stehen wir da. Vor der Apokalypse. Vor dem Ende der Welt. Geil. Wunderschönes Spiel. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, das habt ihr gemerkt. Ich war richtig dabei. Ich war kurz davor auch etwas zu weinen. Das war so schön manchmal. Und was soll ich sagen, ey? Ich bin wirklich sprachlos. So eine emotionale, spannende, traurige, ja auch manchmal gruselige Geschichte. Wisst ihr, ich hatte Angst, ich habe mitgefiebert, ich habe das gehasst und gleichzeitig habe ich auch geliebt. Und ich kann es wirklich sagen, noch nie hat mich eine Story so gepackt. Also ich habe vor ungefähr 2-3 Jahren Heavy Rain gespielt und da war das auch schon so. Aber hier, es ist umso heftiger, weil du eine Person über 20 Jahre, glaube ich, begleitest und du siehst, wie sie leidet, du siehst, wie sie aufwächst, wie sie lacht und wie sie halt lebt und wie sie halt liebt. Und das ist unfassbar. Also großen Respekt an David Cage, an den Autoren. Er ist ja der große Mann dahinter. Und es war einfach nur wunderschön. Eins der seltenen Spiele, wobei man ja sagen muss, es ist kein Spiel, es ist ein interaktiver Film gewesen, wo ich entscheiden konnte, wie es weitergeht. Und ich muss euch sagen, Beyond Two Souls ist was ganz Besonderes. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass mein Spielstil nicht so komisch war oder sowas in der Art. Ich weiß nicht, ob oft die Quicktime-Events verkackt. Naja, egal. Wie es weitergeht auf diesem Kanal, ich weiß es eigentlich nicht so sehr. Ich wollte mal fragen, vielleicht haben sich ja wirklich welche bis zum Ende hier durchgequält. An die, die das mit mir begleitet haben, vielen, vielen Dank. Es hat mich wirklich glücklich gemacht, dass ich sehe, dass eine gewisse Fanbase sozusagen da ist, die mit mir zusammen so ein Spiel durchlebt und
durchleidet, sage ich jetzt mal. Und deswegen frage ich mal ganz einfach an die, die immer noch hier sind, vielen Dank dafür übrigens, ob jemand Lust hätte, von mir Heavy Rain zu sehen. Also, ihr wisst es, ich mag solche Spiele, die storytechnisch ganz groß sind, wie zum Beispiel The Last of Us oder The Walking Dead, weil ich mich irgendwie gut reinfühlen kann in Personen, ich weiß nicht, und ich fieber halt da etwas viel mit, vielleicht etwas zu sehr, und naja, sagt ganz auf Bescheid, ob ihr Bock habt, Heavy Rain von mir zu sehen. Und deswegen, das war erstmal das Let's Play von Beyond Two Souls. Ich bedanke mich nochmal an alle, die das mit mir zusammen gemacht haben. Und jetzt für ein letztes Mal. Ja, Leute, ich bin's, Vichy. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.